So, und willkommen zurück zu einer neuen Folge hier von City Skylines. Jawohl, wir sind hier wieder zurück und schauen uns gerade hier unser Erzhafen an, beziehungsweise unseren Ersatzhafen, wie so einige definieren wollten oder gelesen haben. Nein, es war ein Versehen, dass einige das gelesen haben, es war ja keine Absicht von denen. So, wir arbeiten hier, oder ich will hier nochmal ein bisschen was hinzufügen, und zwar würde ich gerne nochmal das hier hinzubauen. Es passt ja auch relativ gut hier vom Abzweig und sowas. Weil dann können wir hier nämlich nochmal so eine kleine Verladestation hinbauen. Beziehungsweise einen Abstellgleis. Wo wir einfach mal Güter hinstellen können oder Wagen entladen etc. Denn es gibt ja den einen oder anderen Double Train Station. Okay. Den einen oder anderen, der gerne mal sagt so, ha, bla, ne? Von daher, also der hat seinen eigenen, der hat keinen eigenen. Von daher ist es da auch ganz okay, wenn wir hier nochmal, ja, das ein oder andere hinzufügen. Außerdem macht es ja die Region noch schöner dann. Die schon sehr schöne und super angekommene Erzquelle hier, es kommt ja auch super bei euch an und kann ja auch so erweitert werden, ne? Daher bin ich da, glaube ich, ganz froh. Jetzt haben wir natürlich die Lampe da drin, ne? Können wir die noch irgendwie verschieben? So. Genau. Dann nehmen wir hier einfach nochmal den Surface Painter. Dann haben wir nämlich auch das hier alles voll. Das ganze Gebiet. Nein, wir werden da keine Container hinbauen. Wir werden hier auch dann Erze hinplatzieren. Erstmal hier alles füllen, damit es hier halbwegs ordentlich aussieht. Dann haben wir das nämlich auch soweit. Weil irgendwie ist dieser Übergang ziemlich schnell, beziehungsweise ziemlich stark. Und ja, mein Gedanke ist gewesen, dass wir hier nochmal gucken, dass wir vielleicht nicht das hier nochmal rausreißen und hier hinten dann das vielleicht lassen, hier drüben das dann lassen und dann einfach mal schauen, dass halt so ein bisschen Erz hier nochmal reinkriegen und sowas. Und nicht wundern, falls ich etwas längere Zeit mal nicht auf Kommentare oder sowas antworten werde, denn die nächste Zeit bin ich einfach nicht, oder die Woche, wo ihr jetzt gerade das Video seht, bin ich nicht da. Hey, wer hat das gedacht? Ja, war ja auch schon ein bisschen länger angekündigt, dass ich in einer Woche mal weg sein werde. Und von daher, ja, jetzt ist diese Woche, wo ich weg bin, damit es auch jeder weiß. Oder hoffentlich jeder kapiert am Ende. Auf jeden Fall produziere ich jetzt gerade vor und ja, deswegen kann ich auch nicht auf alle Wünsche eingehen, die da kommen. Einige fragen sich natürlich auch, Daniel, wieso gehst du denn nicht auf Kommentare ein, die man dir schreibt? Oder antwortest nicht, besser gesagt. Ja, ich lese mir jeden Kommentar durch, aber ich antworte nicht, da es einfach mittlerweile viel zu viele sind. Und das kostet auch einfach Zeit und teils fehlt mir halt die Zeit am Tag. Und darunter leidet dann gerne mal meine Nacht und ja, damit dann auch ja, mein Schlaf sozusagen. Und deswegen nicht wundern, falls ihr euch denkt, so, der antwortet nicht auf Kommentare oder sowas. Ich lese mir das schon durch, ne? Also, nur halt das nicht. Ja, auf jeden Fall könnt ihr euch jetzt ja denken, was ist, ne? Und so weiter und so fort. Hier haben wir ja noch so ein bisschen Platz, wo wir halt nochmal so ein bisschen Erze und sowas hinkloppen gerade. So habe ich das denn als Stern markiert. So. Zack. 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 Und dann auch noch das. Alter Schwede. Das sieht schon mal echt nice aus. Und jetzt brauchen wir nur noch... worunter war der? Da müsste der drunter gewesen sein. Achso, ich kann das Spiel weiterlaufen lassen. Weil es passiert ja gerade nichts Schlimmes.
So, jetzt nehmen wir zum Beispiel hier den. Nehmen den da, stellen halt den daneben. So. Dann können wir hier hinten nochmal den kleinen hinsetzen, der dann vielleicht so ein bisschen da macht. Genau. Den Radlader. Achso, wir haben zwei Radlader. Deswegen. Den stellen wir einfach da drüben dann hin. Achso, okay. Wo haben wir denn hier noch ein bisschen was? Wir hatten noch hier noch irgendwo ein. Achso, der stand so ein bisschen schräg. Den wollte ich. Dann können wir den nämlich hier hinten noch irgendwo dran setzen. Oder halt zum Beispiel da noch ein bisschen wegbaggert oder so. Ja. Ist dann ganz okay. Hier vorne würde ich schon dann gerne mal die ein oder anderen LKWs noch hinstellen. Weil es auch okay ist, da mal ein LKW oder sowas zu haben. Genau, und dann setzen wir hier einfach mal einen von den Kränen hin. Es war ein Abfallkran, so gesagt, aber ist halt für die Arbeit ideal, wenn man so ausrichtet. Und dann brauchen wir hier hinten, Salt haben wir auch noch, okay. Dann brauche ich erstmal noch einen LKW, den wir hier platzieren. Suche ich nicht einfach nach Truck. Ja, das wäre noch eine Sache. Truck! So. Dann nehmen wir hier jetzt uns. Wo ist denn der Ohr? Wie heißt denn der Anhänger? Trailer. Zum Beispiel so. So, hier hinten können wir dann auch nochmal so zwei, drei hinstellen. Je nachdem, wie das halt gerade passt, ne? So, wo hatten wir den denn? Einen weißen Boxcontainer haben wir hier auch noch. So, was ist das hier? DHL, irgendein anderer komischer Auflieger und noch ein komischer Auflieger. Ach, wie hieß denn der? Ja, das kann, glaube ich, auch so bleiben jetzt. Ja, ich finde das echt gut. Also, gut in dem Sinne, dass wir hier hinten noch einen Zug draufsetzen können. Das machen wir noch, bevor hier der Rest zu Ende geht. Weil sonst vergisst man das gerne und dann... ich habe ja was vergessen und bla... Das dürfte da reichen. Hatten wir nicht irgendwo ganz viele Erzhänger? Ich glaube nicht, ne? Das heißt also, in dem Fall müssten wir hier echt einen Erzzug bauen. Ran. Dann machen wir jetzt hier einfach noch einen, der so eine Art Mischzug ist.
Vielleicht sollte man die Hänge auch gerade ausrichten beim nächsten Bau. Irgendwie sind die ein bisschen schräg, ne? Aber ich glaube, die kann man auch nicht hundertprozentig ausrichten, oder? So. Genau, das ist der Zug. Normalerweise fährt ja hier ab und an mal ein Zug auf den rechten bis jetzt. Die Frage ist, setzen wir da auch den rechten oder wollen wir einfach das so lassen? Ich glaube, das Schiff hat sich da verbuggt. Die Brücke. Remove. Ja. Das war die richtige. Vom Cargo Hub zu Cargo Hub. Achso, der hat wahrscheinlich nur einmal hier drüben abgeliefert und gesehen. Hey, ich habe Erze, du sollst aber nicht hin. Oder sowas halt. Hat sich der Oil Tanker da auch noch verrannt? Oil Tank. Wahrscheinlich Schiff. Nee. Sam? Suchen wir einfach nach Oil. Ist ja nicht allzu schwer. So. Ich habe jetzt auch eine Idee, was wir hier hinten machen. Mit dem Land. Weil ist ja immer noch öfters die Frage, wie so, Daniel, was machst du jetzt eigentlich damit? Was machen wir hier oben? Hier oben will ich ja noch das Containerareal erweitern. Das kommt ja auch noch irgendwann. Hier oben ist die Planung so, dass wir das hier hinten wohl dicht machen auf der rechten Seite so. Aber dass wir dann hier nochmal eine Hafenanlage so ein bisschen dran bauen und die Brücke dann halt passend hier rüber läuft. Und hier oben haben sich auch die Züge verrannt. Gut, dass wir das vorher gesehen haben, bevor noch mehr kaputt gegangen ist. So. Jetzt haben wir erstmal fahren wieder. Mal gucken. So. Wieso habe ich eigentlich noch nie nach Hopper gesucht? Weil normalerweise sind nicht Hoppers, sondern Hopper. Normalerweise sind das ja dann die Güterlohn. Okay, ich glaube, ich habe schon mal nach Hopper gesucht. Aber nichts Sinnvolles gefunden, scheinbar. Der Schätzungsseite. Hier hinten sieht es irgendwie auch noch so ein bisschen, also auf der Seite ein bisschen Chaos, genau wie da. Hier hinten haben wir das ja relativ gut gelöst. Muss ich sagen. Oh, hier haben wir eine Schranke mitten im Weg, aber okay. Ist halt so, hier hinten sehe ich außerdem auch keinen Zug derzeit hinfahren, ne? Komisch. Naja, wo waren wir denn hier hinten? Genau, hier hinten können wir nochmal so ein bisschen gebietsmäßig hochziehen. Was wir da haben, denn, ja. Wir haben hier schon lange nichts mehr erweitert und gesagt, hey, bitte zieh doch hier ein. Das machen wir mal raus. Hier kommt dann nämlich die Industrien, also beziehungsweise das Gewerbe noch mal rein. Genau wie auf der Seite. Genau, das geht auch weg. Dann kann sich da erstmal das Gewerbe hochziehen. Dann haben wir da halt auch mal wieder so ein bisschen was ausgebessert gesehen. Oh ja, das geht. Und dann sind wir da auch glücklich. Genau, hier hinten werden wir wahrscheinlich Park reinmachen. Hier oben ist eh frei. Da wird es auch Park geben. Was ich sagen kann, ich habe mal ein paar neue Kreuze runtergeladen. Einige wird man eventuell sofort erkennen. Zum Beispiel das hier. Ist ein mega, also ist ein Kreuz der Superlative sozusagen. Das ist leider ein bisschen zu scharf dafür. Dann haben wir aber auch noch das. Das hatten wir schon mal irgendwann gesetzt. Das könnten wir eigentlich nochmal nehmen. Der Underpass, den hatte ich auch meine ich neu. Das hier ist auch neu.
Ist da eine Schiene dabei? Nee, oder? Nee. Ah. Okay, das ist cool. Das gefällt mir. Das Problem ist, wo können wir das reinsetzen, ohne dass es jetzt hier Probleme macht? Doch, eine Schiene ist doch dabei. Ja. Ist echt eine Schiene dabei. Das könnten wir eigentlich wirklich hier mal probieren. Wartet mal, ich drehe das mal. Dann müssten wir hier mal ausprobieren. Das heißt also, umbauen! Also, umbauen, beschränkt. Umbauen, würde ich das eher nennen. So, dann nehmen wir nämlich einfach das Gebiet hier dazu. Passen das hier hinten an. So. Sorry. So. Ne? Ziehen wir hier hinten den Fluss. Legen den nochmal so ein bisschen anders als vorher. Wir werden hier eh wieder eine Überschwemmung herrufen. Deswegen mache ich einfach gleich hier diese Barrikade. So. Ey, zack. Ach, zack. Genau, dann haben wir das auf jeden Fall da schon mal fertig. Jetzt kommt es nämlich zu dem spannenden Teil, das hier passend zu platzieren. Sodass wir hier auch ja keine Probleme mit irgendwelchen Straßen, Kanten, Can't place on water. Achso, das Water ist gerade hochgekommen. So. Komm, Wasser. Jetzt hau doch mal ab. Achso. Bitte nicht Wasser. Du läufst leider in die falsche Richtung. Okay. Ich würde sagen, krass. Dass hier drei Wälle errichtet werden mussten, damit das Wasser trotzdem hier noch in die Stadt kommt. So, wenn es jetzt da wegfließt, ist okay. Ja, die Bahn fährt ja hier auch noch gerade so durch. Cool könnte es eigentlich sein, wenn die hier drinnen lang fährt. So, wenn sich das hier langsam einpendelt, bin ich da ziemlich froh. Weil wir können ja nicht auf Wasser bauen, so lautet ja die Meldung. Ja. Haben sie auch recht, wir können nicht normal auf Wasser bauen. So. Wenn das Wasser jetzt hier bitte mal größtenteils weg wäre. Aber nö. Okay, dann arbeiten wir hier drüben schon mal das Gebiet so ein bisschen vor.
Heute reiße ich mich auch wieder ein bisschen zusammen mit der Folgenlänge und sowas. Ups. Genau. Versuche mich einfach nochmal so ein bisschen zusammenzureißen mit der Folgenlänge. Dass es nur um die 20 Minuten werden und nicht wieder irgendwie 40 Minuten plus. Ja, weil ich hatte ja gesagt, man soll es ja nochmal zwischendurch gucken. Und ich habe ja fast eigentlich die größte Zeit von der Season 4 immer übertrieben mit der Folgenlänge. Von daher kann es auch mal sein, dass ich halt mal kürzere Folgen mache. Außerdem habe ich derzeit wenig Zeit, weil ich halt ziemlich viel vorproduzieren muss, so gesehen. Und das will ich dann doch nicht. Was? Oh nein, ich habe die zu hoch eingestellt. Wohl, wartet mal. Zu hoch eingestellt, wollte ich gerade sagen. Und ja, hatte ich. Scheinbar. Zwar ziemlich. Aber ich glaube, dass wir das hier extrem gut noch ausbessern können. So. Chillt, chillt. Chillt, jawohl. So, dann können wir jetzt hier den einen schon mal abreißen. Das hat sich hier oben jetzt auch wieder beruhigt. Genau, dann sind das die letzten Wassermassen, die jetzt hier eigentlich kommen. Oder kommen sollten. Hier oben sieht ja alles perfekt aus. Hier können wir auch noch mal ein bisschen aufbauen. Nach dem Motto, hallo Gebiet, du kannst... So, den haben wir. Das haben wir. Den hier drüben haben wir. Und dann machen wir das einfach dort rein. Obwohl nicht, hier drüben wollte ich ja das noch umbauen mit der Haltestelle. Das ist also ziemlich ungünstig gerade. Das machen wir dann nochmal weg, weil irgendwie ist mir ist mir das hier zu scharf. Ich wollte die ja quer reinlegen. Oder so ein bisschen angewinkelt. Ja, und deswegen müssen wir da nochmal eventuell ein bisschen schauen, dass wir das halt ja, anders machen, als es derzeit war. Ist halt ein gutes Ergebnis. So. Zack. Das kann jetzt hier erstmal alles weg. Das Wasser ist ja größtenteils wirklich schon weg. Das ist ja der Vorteil jetzt. Jetzt können wir auch sagen, bitte connecte dich mal nicht. Sondern schauen wir uns das mal an. Was? Jawohl, was für ein Dreck. Okay, vielleicht nicht ganz Dreck. Vielleicht müssen wir hier einfach nur die Objekte einfach entfernen. Vielleicht ist es das Rätsels Lösung einfach. So. Dann machen wir das auch noch weg. Genau, die Frage ist, wieso ist hier die Schiene weg? So, dann bauen wir doch da einfach nochmal eine neue. Das kann natürlich auch sein, wie die das gemacht haben. Es gibt ja hier unser Tool. Damit kann man ja sagen, ich möchte automatisch eine Brücke haben.
Beziehungsweise ich will das so haben. Genau. Das ging sogar. Ist ja nicht nice. Wo endet nur die Zugstrecke? Da werde ich noch nicht ganz klar, wo die ist. Also raus geht klar. Da haben wir ja außerdem auch hier oben die Ecke. Ach, lol. Das Ganze ist, glaube ich, angehoben. Hust. Das kriegen wir hier auch hin. Indem wir dann einfach hier sagen, liebe Straße, du gehst geradeaus. Meinetwegen da lang. Vielleicht einen Meter plus. Beziehungsweise wir können ja hier erstmal die Wand langziehen. Waren die da? Ja. Dann haben wir da auf jeden Fall auch die Gerade. Hallo? Es wundert mich gerade, dass der hier so ein bisschen rumbackt. Erhöhen wir einfach mal auf einen Meter. Dann sollte das ja auch gehen. So, genau. Das soll also im Endeffekt die Strecke sein, wo sie halt sagen, hallo, ich bin da. Wieso? Ja, allerdings, dass so ist, ich hatte keine Ahnung. Ich habe immer noch keine und werde, glaube ich, auch keine haben. Wovon ich aber Ahnung habe, ist, dass wir uns langsam, beziehungsweise schon dem Ende der aktuellen Folge genähert haben. Damit würde ich sagen, war's das. Wir sehen uns dann morgen wieder zu einer neuen Folge. Eventuell auch erst übermorgen, je nachdem, wie viel ich vorproduzieren kann. Wünsche einen angenehmen Tag. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Haut rein und ciao.